Die Frauen am virtuellen Brunnen treffen sich am vorletzten Tag des Jahres 2023. War irgendwie ein langes Jahr, ging aber auch schnell vorbei. Es war so viel los in meiner Erfahrung. Und jetzt machen wir erstmal ein kurzes Check-in und dann unterhalten wir uns, was war so los in diesem Jahr? Was nehmen wir mit? Was ist wichtig zu bewahren und mit hinüberzunehmen in das nächste? Wer mag denn anfangen mit einem Check-in? Jetzt auch Harmonia, Okay, oder? ja, also für mich war es ein körperlich forderndes Jahr auf Beige, weil ich ja immer stärkere Schmerzen hatte und dann die diversen Untersuchungen und dann einmal die dynamische Hüftschraube herausnehmen, eine Operation mit Vollnarkose und nach 6 Wochen dann die Hüfte einsetzen. Aber es ist alles gut gegangen. Also ich habe einen Physiotherapeut, der nach Hause kommt und der ist erstaunt, wie schnell ich eigentlich die Dinge in Bewegung gebracht habe. Er ist sehr gut und ich mache so einen Basisflow mit ihm und merke eigentlich, dass ich ständig irgendeine Übung mache. Aber die Konstitution ist also noch nicht wirklich toll. Ich kann zwar jetzt schon diese Altbaustufen mühelos hinaus, aber oben bin dann außer Atem. Und das ist auch nicht die wahre Sache. Ne? Ja, und sonst nehme ich mit, dass schon sehr viel von der körperlichen Befindlichkeit abhängt. Also sagen wir, ich merke es auch bei meinem Mann, der auch mit seiner Polyneuropathie so trinkt. Und ja, dass man dann, also ich habe jetzt auch meine Rauhnachtträume bereits, die sehr witzig sind. Also wenn die erste Vierteljahr bis April so ist, wie ich geträumt habe, dann wird das also durchaus unterhaltsam. Ich bemühe mich immer noch, Träumen zu verstehen, weil ich es also immer noch nicht wirklich verstanden habe. Aber das ist ein Thema, das ich schon ein Leben lang, und das werde ich auch in 2024 mitnehmen. Und natürlich, dass ich doch zweimal die Woche meine Jahreskarte auf den öffentlichen Verkehrsmitteln ausnütze oder benütze. Und an den Tagen, wo ich nicht außer Haus gehe, dass ich mich auf den Hometrainer setze, auf das Fahrrad und dort radle, weil das habe ich damals bei der ersten Hüfte auch gemacht, auf der Rehab. Und 20 Minuten ist, also es ist gut. Also es hat mir wirklich genützt. Jetzt Und hast du ja das ist eigentlich. praktisch das ganze Thema schon vorweggenommen. Es ging ja erst einmal ums Okay, also das ist mein Check-in. Ich gebe weiter an, wer immer will. Wer mag denn? Ja, ich mache mal weiter. Ich habe die Weihnachtstage mit ein bisschen, also bin vor Weihnachten zu meiner Freundin in der Nähe von Graz gefahren und bin gestern Abend zurückgekommen. Und es war mal wieder ein Zug, der pünktlich war. Und ich habe sogar mit, also so eine Minute gerade noch den Bus erwischt. Also der fährt stündlich, wo ich dann eben noch 3 Stunden dann zu mir habe. Das ist richtig ungewöhnlich. Und ich merke einfach, das ist jetzt in dem Jahr war ich ja ein paar Mal unterwegs, diese Reisen, die dann jetzt inzwischen halt einen ganzen Tag brauchen. Meine Seele braucht scheinbar noch einen Tag extra, um dann hinterherzukommen. So fühlt sich das an. Es ist tatsächlich, ich bin erstmal da und nicht da und es dauert eine Weile, bis ich mich wieder ganz bei mir fühle. Aber jetzt bin ich da. Und ich gebe weiter an Marie-Rose. Ja. Ich war diesmal am 21. Dezember, jetzt war ich richtig erstaunt. Wow, jetzt haben wir schon Wintersonnenwende, jetzt fängt es wieder an, hell zu werden.
Der November ist irgendwie geflogen mit der zunehmenden Dunkelheit. Und jetzt haben wir schon wieder eine Woche später. Also finde ich schön, dass wir jetzt wieder dem Licht entgehen. Das ist gerade im Moment für mich präsent. Gerade auch bei diesem ganzen Regen und den Wolken. Gestern habe ich einen Spaziergang gemacht, weil gestern hat es tatsächlich 2 Stunden die Sonne geschienen hier und ich bin oben auf einer Ebene, auf einer Hochebene gewesen, hier, wo man ins Moseltal runterschauen kann und wo die Saar in die Mosel fließt und solche Aussichtspunkte, wenn man so auf eine Flusslandschaft schauen kann, finde ich immer sehr beeindruckend. Ja, ansonsten habe ich halt auch ein Jahr gehabt mit Krankheit auf und ab und den Eindruck und ich bin gerade in den letzten Wochen sehr stark darauf konzentriert, was nehme ich weiter mit nächstes Jahr und was schließe ich ab, wo ist es Zeit abzuschließen. Und ich habe ja meine ganzen Fotoalben habe ich nochmal angeschaut, die ganzen Fotoalben von meinem ganzen Erwachsenenleben und ja, und dadurch, dass ich die Papiere meiner Mutter ordne, habe ich auch da noch Sachen von meinen Briefe, von meinen Armen gefunden, Gedichte, die meine Großmutter geschrieben hat und sowas. Also ich bin irgendwie ganz weit in der Vergangenheit und in dem und jetzt, wie geht es jetzt weiter? Ganz klar, wie geht es, was geht jetzt weiter? Das ist so. Bisschen der Stand, wo ich gerade bin. Gebe ich dir, Heidi. Ja, Victoria, magst du Check-in machen? Ja, die ist irgendwo nicht, trotzdem Nee. nicht da. Hat eingeschaltet, aber ist noch in der Er ist Küche nicht da. am Suppenlöffeln oder sonst was. Frühstück ist das ja eher, nicht? Ach Naja, so. obwohl, ne, es ist ja schon Mittag fast dort. Ja. Also bei mir mache ich Check-in. Ja, zu Weihnachten war schönes Essen da bei den Nachbarn und irgendwie, ich habe mir Zeit genommen und ein paar Leuten habe ich es ja geschickt. Ich habe viele Weihnachtsoratorien angehört und bin richtig, also freudig bewegt von dieser Musik. Vor allen Dingen das eine, das eine Aufführung aus der Elbphilharmonie von diesem Dezember. Also so, wie ich mir die Musik vorstelle, das ist ein Barockensemble mit den Instrumenten, die einen halben Ton tiefer gestimmt sind, nicht? Und diese Art, Musik zu machen, ist eben einfach meine und habe ich sehr genossen. Und habe auch gemerkt, dass ich so ein bisschen zur Ruhe gekommen bin, nicht immer zu noch mal gucken, da gucken, da gucken und so. Und dann habe ich halt gedacht, ist jetzt egal, was auf Telegram los ist oder was in der Inbox ist oder was da auf WhatsApp und dann beschweren sich die Leute, ja, du hörst, du guckst ja gar nicht deine Messages an. Gestern der Schmied wollte sagen, fragen, ob ich da bin, damit er kommen kann und da was angucken, was er machen soll. Und dann hat er mich dann irgendwann angerufen, habe ich dann ja anrufen, ist besser, aber auch nicht unbedingt sicher, denn ich schneide im Moment an den Olivenbäumen rum und wenn ich da bin, habe ich auch kein Handy dabei. Also insofern, das ist mal ein bisschen Abstinenz von diesem ganzen Elektronikkram. Insofern geht es mir eigentlich gut. Ja, und was körperlich betrifft, ich mache seit einiger Zeit so viele Übungen, auch mit Gewichten und so und auch auf dem Balancekissen und was weiß ich. Und ich stelle fest, auf diesem unebenen Gelände, wo ich jetzt bin, ich laufe sogar wieder auf die Leiter und so, und ich fühle mich richtig erstaunlich fit. Also so war ich in den letzten Jahren nicht. Der Körper ist ein gutes Tier, sage ich immer. Man muss langsam üben und dann kommt er auch wieder. Also es ist irre, ich bin da sehr dankbar. Okay, dann ist die Anna noch nicht da und wir können ja trotzdem jetzt ins Thema einsteigen. Monja, du hast ja schon einen Haufen Zeug erzählt, nicht? Was du alles mitnehmen willst. Hast du da noch was dazu? Jetzt kannst du auch durchaus ausführlicher, wenn du magst. Ach, da ist Ja, die Anna. Dann wartet man da auf die wartet man Anna noch auf sie. einschickt. Hm? Ja, genau. Ja. Das ist schön, da bist du da. Liebe Anna, wir haben gerade fertig eingecheckt.
Und wir lassen dir jetzt noch kurz den Raum. Das Thema ist dann, was war wichtig in diesem Jahr für uns und was wollen wir bewahren für das nächste Jahr? Hörst du das, Jan? Ja, danke. Ich höre das. Huch, das geht jetzt schnell. Vom Tanzen und vielleicht, jetzt, also ich check ein, ich komme gerade vom Contact-Tanzen und es ist einfach immer wieder, bin so dankbar, dass es das gibt für mich und ich füge mich dann ein. Also es geht mir jetzt zu schnell. Okay. Ja. Ja, okay, dann beginne ich also mit was ich sicher mitnehme, ist weiterhin die Begegnungen auf Zoom. Wir haben ja auch die Peer Group in Wien, wo derzeit der Mark Gaffney ausgegraben wurde und wir haben einen 16 Seiten Text, den er da verfasst hat über etwas, was man mit Eros machen soll. Aber ich bin also immer noch überzeugt, dass er, nun gut, mit Sexualität eine gewisse Obsession hat, sagen wir es mal so ganz fein. Was sich bei mir nicht mehr zeigt. Also ich habe zwar lauter ungemein sexy Träume, auch von welche sexuellen Gefühle Außerirdische haben. Also wirklich, ich weiß nicht, wo das herkommt und wie das herkommt. Aber darum ist also mein Thema weiterhin 2024 Träume. Also ich habe ja wirklich schon sehr viel darüber gelesen und trotzdem bin ich immer noch nicht ganz klar, was eigentlich Träumen ist. Und ich sammle zwar wieder jetzt die Rauhnachtträume, also bis zum 6. Jänner, weil das angeblich ja seinen Bezug auf den jeweiligen Monat hat. Aber das tue ich auch nur, weil ich es eh schon immer gemacht habe und es ist nicht wirklich ein Anliegen, aber sonst würde ich die Träume ja vergessen sofort, wenn ich es nicht aufschreibe. Ich will es nicht Vorsatz nennen, aber meine Absicht ist also wirklich körperlich Kondition aufzubauen jetzt nach der zweiten Operation. Und dazu, ich bin kein sehr sportlicher Mensch und getanzt habe ich früher zwar sehr, sehr gern, aber derartiges habe ich nicht in der Nähe. Und so wird es also ohne Tanzen, aber mit viel Bewegung geben. Wir haben ja den schönen Schönbrunner Park und so weiter anschauen. Wie weit wir noch immer von Vorsichtsmaßnahmen gegen Grippe und Covid und sonst beeinträchtigt sein werden, weiß ich nicht. Wir gehen meistens nur mit Maske in den Supermarkt jetzt bereits, weil wir in Wien also eine sehr starke Welle haben angeblich. Aber die Leute haben 4, 5, 6 Tage lang manche trotz also, oder auch aufgrund der Impfungen, ich weiß man nicht so genau, sehr starke Symptome, aber kommen danach also doch wieder zurück. Aber also gerade in unserem Umfeld und in unserem Bekanntenkreis, es war also nur dann ein Zufall, dass wir zwei doch noch alle zusammengekommen sind und negativ getestet haben, was wir es ja doch tun, wir testen. Selber haben wir es noch nicht gehabt, mein Mann und ich, und ob das ein gutes, aufgrund des guten Immunsystems ist, also auf das werde ich auch 2024 achten. Ich schlucke also brav meine diversen Vitamin D und 3 und so weiter und so weiter. Und ja, ansonsten muss ich sagen, bin ich ziemlich gelassen. Wie ich ihm vorher gesagt habe, wenn der Computer plötzlich spinnt, regt mich das nicht mehr auf, dann lasse ich es halt. Also das ist, vielleicht ist das ein Zustand, der eben mit über 80 dann eintritt, dass man sagt, brauche ich nicht mehr. Was soll's?
Also es wird weiterhin die Herausforderung sein, einen Körper zu haben. Und wie ich mit diesem Körper umgehe. Ich habe vorhin gerade also mit dem Walter telefoniert wieder und der hatte auch sehr, sehr, sehr schwer Covid. Und jetzt langsam kommt er wieder zurück. Und das wird auch spannend bleiben, weil irgendwo, wir sind jetzt seit über 30 Jahren zusammen und allmählich, ja, ist es vielleicht genug. Sagen wir es einmal so. Aber wir plaudern immer noch gerne und es hat eben alles einen Anfang, eine Hochzeit und ein Ende. Ja, also viel, viel Gescheiteres fällt mir nicht mehr ein. Ich gebe jetzt an euch weiter, wer immer gerne was sagen will. Greife ich nochmal den Faden auf. Ich habe ja ein Jahr mit, glaube ich, wohl der größten, also ortswechselmäßig zumindest der größten Veränderung meines Lebens hinter mir. Und das ist ja geschehen eigentlich durch eine starke Intuition. Und das klopft auch gerade wieder an, dass ich wieder mehr auf meine Intuition achten sollte, will auch. Also es gibt so ein Spiel der Wandlung, nennt sich das, wo man eben sich ein Thema vornimmt und dann von verschiedenen Seiten anschaut. Und das habe ich jetzt mit meiner Freundin in Graz gespielt. Und das war wirklich sehr tiefgreifend. Also ich habe mir als Thema eben genommen Beruf oder Berufung und berufliche Ausrichtung, weil ich gerade auch in einer Gruppe bin, die eine ganzheitliche Unternehmensberatung vorbereiten und ich halt immer so ein bisschen am Schwimmen bin. Was ist denn mein Bereich und will ich damit überhaupt Geld verdienen? Steht das überhaupt an und so? Und das Spannende war tatsächlich, dass als unmittelbar nächster Schritt ansteht, wieder stark auf die Intuition zu achten. Und also die Karte hat gesagt, dem Klatsch aus dem Weg gehen oder den Klatsch vermeiden. Ich bin hier tatsächlich in einer Gruppe von Deutschen, wo es halt manchmal Informationen und ansonsten halt viel, ich sage jetzt mal, Gerede gibt. Und ich bin immer ein bisschen am Rumeiern. Eigentlich will ich da raus. Auf der anderen Seite sind das halt momentan ja, deutschsprachige Kontakte im Ort. Und dann ist man vielleicht nicht ganz so wählerisch, wie man das zu Hause wäre. Genau, und da jetzt einen guten Umgang damit zu finden, das steht auf jeden Fall als nächstes an. Weil manchmal fühle ich mich wohl und manchmal fühle ich mich ausgesprochen unwohl in diesem Kreis. Also mal schauen. Also es gab so ein, also, ne, gibt es, glaube ich, an vielen Orten sowas wie Adventsfenster und da war ein Adventsfenster eben, wo es wird dann weihnachtlich dekoriert und die Leute schenken Glühwein aus und so. Das war direkt schräg gegenüber von meinem Haus und das war so, da gab es dann so eine Situation, wo ich mich ausgesprochen unwohl gefühlt habe in meiner Nachbarschaft. Wo jetzt wirklich nochmal der Wille oder der Wunsch verstärkt ist, da genauer hinzuschauen, was will ich und was will ich nicht. Oder wo gilt es, sich zu positionieren oder einfach fern zu bleiben. Genau. Ja, ansonsten von dem Geldthema, da habe ich mich verabschiedet. Das fühlt sich so abgeschlossen an. Also zumindest in großen Gruppen. Der Dialograum Geld ist jetzt im November der Konvent gewesen und ich habe mich aus dem Team verabschiedet. Ich würde mit einzelnen Menschen noch weiterarbeiten, weil ich einfach gemerkt habe, das Bewusstseinsthema macht mir nach wie vor viel Freude und da weiter zu wachsen und auch, also mit mir selber arbeite ich wahnsinnig gern so und eben auch Menschen begleiten, die
mal genauer hinschauen wollen, was ist denn zum Beispiel der eigene Anteil oder was ist nicht der eigene Anteil, weil beide Verwechslungen sind, können fatal sein, ja. Was immer so schön heißt, man kann die Probleme nur an ihrer Ursache lösen und nicht da, wo man eben die Symptome sieht. Und ansonsten lasse ich es mal auf mich zukommen. Die ursprüngliche, als ich nach Ungarn gegangen bin, war so auch eine innere Stimme, die gesagt hat, ich soll auf den Wiederverkaufswert achten. Es kann sein, dass ich nur 20 Monate hier wohne. Da habe ich jetzt Halbzeit, also 10 Monate bin ich jetzt hier. Und ich darf aber noch nicht wissen, was kommt. Also es wird ein Jahr der Überraschungen, schätze ich mal. Eben wieder Intuition, darauf achten, was will meine innere Führung als nächstes. Genau, und damit gebe ich schon weiter. Ich bin stumm und rede schon die ganze Zeit. Ich wollte sagen, ich kann ein bisschen weitermachen, aber ich mal gucken, was so aus meinem Mund rauskommt. Denn ich habe mir jetzt gerade nichts überlegt. Also für mich war das ja sehr spannend. Es sind sehr viele Begegnungen haben stattgefunden, Leute aufgetaucht und Pläne gemacht, die dann zum Teil weitergegangen sind, zum Teil nicht. Dann war ich ja in Deutschland, da habe ich ja Annalisa, dich habe ich getroffen. Da, ne? Und das war auch sehr schön. Auch anschließend, als ich dann noch in Leipzig war, 2 Tage oder so, war. Ja, das. Ich wünschte, ich könnte öfter mal solche Sachen machen. Ne? Aber für mich ist es halt auch immer mit einer langen Reise verbunden und vor allen Dingen mit jemandem, den ich hier haben muss, hier für meine Viechlein, nicht? Also kann ja nicht einfach los. Aber es war schon vorher toll, eigentlich so um die Osterzeit so. Da war es eigentlich ganz, ganz schön. Da hatte ich Leute da und wir haben diese Aufstellungsarbeit gemacht. Das hat mir sehr viel wieder gebracht und sehr viel gezeigt, sowohl über mich als auch über den Ort, wo ich lebe. Und dann eben dieses Treffen in Deutschland, auch war auch Familientreffen, das war auch einigermaßen glimpflich verlaufen. Und ja, über den Sommer, ich liebe es einfach, wenn es warm ist. Also es war zwar manchmal heiß, aber die paar Tage, wo es richtig heiß ist, es macht nichts. Lieber warm als kalt. Und ich habe das Gefühl, ich bin so auf so einem Weg immer mehr hin zu einer Akzeptanz von dem, was ist. Ich bin nach wie vor ausgesprochen interessiert auf dem, wie sagt man, über das, was in der Welt geschieht und höre eine Menge Sachen an und lese eine Menge Sachen. Aber es, wie Ken Wilber sagt, hurts more, bothers less. Es ist nicht mehr so, dass ich so völlig außer mir bin, wenn so Sachen, wenn ich so Sachen höre, die und ich frage mich auch, wie viel davon, was man so hört, ist überhaupt wahr. Also so ganz so genau kann man das ja auch nicht wissen. Und wem kann man vertrauen in Nachrichten als Nachrichtenquelle und wem nicht? Das ist so ein bisschen meine Frage. Und auf der inneren Seite merke ich, dass eben so manche Sachen mich gar nicht mehr so. Ich denke an dich, Monja, du bist ja ungefähr 10 Jahre älter wie ich. Du hast vor 10 Jahren ungefähr das gesagt, dass das nicht mehr so aufregend ist oder so, ne? Dich nicht mehr so mitnimmt. Und ich habe das Gefühl, das kommt bei mir jetzt auch langsam und dass ich mehr die spirituelle Ebene in das Gespür hineingehe und mehr so es sein lassen kann, wie es ist. Wenn ich so irgendein Zipperlein habe, zum Beispiel im Körper, da denke ich mir, okay, na, gucken wir mal nach. Bleib mal dabei und guck, wie sich das
wie sich das entwickelt. Und früher wäre ich immer total in Panik gleich ausgebrochen und so. Also ich sehe eine deutliche Veränderung. Und das finde ich toll. Und das möchte ich weitermachen. Und ich möchte auch weiter in die spirituellen Dimensionen gehen. Ich habe heute wieder einen schönen Podcast gehört, wo spirituelle Lehrer ein Medium befragen können, ein Lichtwesen, was dann die Antworten gibt. Hat mir sehr gut gefallen. Das kann ich euch vielleicht nachher schicken oder in den Chat tun. Das habe ich heute früh erfahren davon und haben mir es gleich angehört. Annette Kaiser hat schöne Fragen gestellt. Also in jedem Podcast ist jemand anders dann. Und da werde ich sicher weitermachen und vielleicht noch andere Wege finden. Ja, bin eigentlich ganz munter und freue mich. Auch ich freue mich auf die Nächte jetzt immer, weil bei mir sehr viel nachts passiert. Und bloß die Träume, wenn ich sie nicht sofort ich spreche manchmal, aber auch wenn ich das nicht mache, weil ich zu faul bin, dann weiß ich es anschließend auch nicht mehr. Ne? Es ist schade, aber wenn so weg, manche Träume, die kommen mir so durch, die merkst du dir, ne? Die kannst du dann auch am nächsten Tag noch wissen. Aber ich wollte dann, weil wir Träume sprachen, das ist aber ein Thema extra, ich höre auch gleich auf, fragen, was machst du dann mit den Träumen? Ich habe so viel Hefte, so eine ganze, ja, so ein Dings voll mit vollgeschriebenen Träumen, aber ich habe sie Ja, eigentlich ich, fast also bei nie den wieder. Raunachtsträumern ist es am einfachsten. Und das schaue ich dann am Jahresende oder auch zwischendurch Ah, einmal. okay. Was hat irgendwas davon Sinn ergeben? Ah, okay. Und also, oder auf welche Weise? Es ist ja nicht so, dass das wörtlich zu übersetzen ist, was man träumt, sondern die Gefühlsebene oder ja, also das ist gerade also die Raunachtsträume finde ich interessant, dass man dann doch checken kann, weil sonst schreibe ich es auf und dann lasse ich es. Also das ist Ja. jetzt. Es geht eher darum, während du, also mir geht es eher darum, während ich es aufschreibe, merke ich, das sind Tagreste oder das hat irgendwo eine Assoziation oder irgendetwas hat das ausgelöst, wahrscheinlich. Ne? Aber ich wollte dich nur bitten, dass du den Link in den Chat gibst von der Muss Idealine ich? Kaiser war auch dabei. Ja. Das muss ich jetzt suchen Dem noch und dann. Podcast, ja. Genau. Okay. Ich schätze, dass ich das Interview auch gehört habe, von dem du gerade gesprochen hast. Es ist gerade eine Frau, eine ja, mittelalterliche Frau, die sehr en vogue ist und die jeder so ein bisschen hört, ja. Und da hat die Annette Kaiser mit ihr geredet, der Fragen gestellt, ja. Ich habe sie auch ein paar Mal von ihr gehört. Ja, mache ich mal weiter. Für mich ist ja das Thema, die Herausforderungen, die der Körper an mich stellt, ist auch in diesem Jahr nochmal wieder total stark und gewesen, hat viel Aufmerksamkeit bei mir gebraucht. Und dadurch, dass ich eben jetzt im Herbst, im September eben nochmal eine Diagnose hatte, wo mit einer Metastase, die halt riesig groß gewachsen, riesig schnell gewachsen ist und jetzt operiert worden ist und ja, ist noch nicht ausgestanden, ist nicht klar, inwieweit mein ganzes Lymphsystem jetzt da die Tumorzellen da rumwandern oder inwieweit das trotzdem im Brustbereich geblieben ist, kriege ich auch keine Klarheit im Moment. Ne? Kriege ich nicht. Aber es wird dann jetzt mal bestrahlt. Also so langsam habe ich in den letzten 10 Jahren mit den drei Primärtumoren, die ich schon gehabt habe und den dreimal Rezidiven, die ich auch schon gehabt habe, habe ich so wirklich alles durchgemacht, was es macht. Anfangs immer nur alternativ und komplementär und jetzt dann die klassische Schulmedizin und ja, ich habe viele Welten kennengelernt dadurch. Ja, ein Schlüsselerlebnis für mich dieses Jahr war eben dann,
Tatsächlich Mitte September habe ich eben die neue Diagnose gehabt und im Oktober ist eine frühere Freundin von mir, die auch erst nur 72 ist, gewesen ist, die ist an Krebs gestorben und ich war auf dem Begräbnis und es war ein wunderschöner Tag mit blauem Himmel und noch Wärme und ich saß ganz lange in dem Friedhof auf einer Bank. Und ich habe so einen Sog gespürt, wirklich einen riesigen Sog von dieser, ja, wieso am Leben hängen bleiben? Das ist einfach, guck mal, wie leicht. Und das, also so diese Leichtigkeit, die Helligkeit von der anderen Seite, von der anderen Dimension. Es hat mich ein paar Tage eben mitgenommen. Und seither ist die Frage eben da, wieso wollen wir alle 100 Jahre alt werden? Meine Tochter wird mir erst auch danken, wenn ich keine 100 Jahre alt werde wie meine Mutter, weil da waren die letzten Jahre echt auch eine richtige Herausforderung, ne? Und ja, das ist, und damit gehe ich noch. Also ich habe das einfach, da ist einfach etwas aufgebrochen innerlich, was einfach sich hell und gut anfühlt und wo keine Angst ist, ne? Aber andererseits ist der Körper wirklich eine Herausforderung und der ist traumatisiert von den letzten Jahren, von den OPs und den Schwierigkeiten, die es gegeben hat. Und so passiert es mir jetzt. Ich war noch zu einer Blutanalyse vor 14 Tagen und die hat da reingepiekst und mein Körper hat angefangen zu. Ja, ich habe geweint und geschluchzt und außer Kontrolle, der geht außer Kontrolle wegen dieser. Ja, und das sind so ganz unterschiedliche Welten, in denen ich gerade bin. Ja. Und dann, wie gesagt, das, womit ich mich so geistig beschäftige. Also ich mache auch, ich bin froh, dass ich meinen Garten habe und da sind ganz viele Blätter auch auf den Wegen und dass ich immer wieder mal Blätter fegen kann und mich so verausgabe auf diese Art und Weise und merke, ja, das kann ich noch. Und ich habe auch noch, da war beim letzten Sturm, war ein richtig dicker Ast von einem ganz alten Apfelbaum runtergefallen und den habe ich mit der Motorsäge zerlegt und das hat nochmal richtig Spaß gemacht, ja. Also es sind einfach unglaublich viele Welten, in denen ich drin bin. Und dann, ja, die Gedichte meiner Großmutter, die sie geschrieben hat 1940, 41, nachdem die Nazis in Luxemburg da einmarschiert sind, wie sie ihre Ängste und ihre Wut in Gedichte gefasst hat, die ich nie, ich wusste das nicht. Und ist für mich nochmal auch sehr beglückend gewesen, das zu lesen. Und Briefe von meinem Großvater, die er an seinen Sohn geschrieben hat, einen Großvater, den ich nicht kennengelernt habe, weil in meiner Familie sind die Väter alle, also mehrheitlich zu 80% sehr früh gestorben und haben Kinder hinterlassen und haben Mütter hinterlassen mit Kindern, die nicht erwachsen waren. Und ja, dann diesen Großvater da, diese Briefe zu lesen, ist auch toll gewesen, ist auch wirklich noch mal eine ganz andere Welt. Weil das war 1933, 34, wo er diese Briefe geschrieben hat. Ja. Wo er auch darüber schreibt, wie es da an dem Ort an der Mosel, wo er damals gelebt hat, wie es da mit der Nazizeit war. Ja, wie das da mit der Jugend war und solche Sachen. Also im historischen bin ich, ja, im persönlichen historischen bin ich gerade in sehr unterschiedlichen Welten unterwegs. Und das Weihnachtsfest habe ich für mich gemütlich gehabt. An einem Tag hatte ich meine Freundin hier und gut gekocht, ohne Stress und trotzdem ist es ein richtig gutes Mahlzeit gewesen. Und für mich ist da jetzt seit Corona, wo wir uns vorher eben 67 Jahre lang habe ich
haben ich immer Weihnachten mit unserer gesamten Sippschaft gelebt. Und dann hat Corona das unterbrochen. Und jetzt ist es richtig gut für mich, dass ich von Mal zu Mal neu überlegen kann, was wirklich das Weihnachtsfest oder ja, diese Tage, diese stille Tage, diese Tage der Dunkelheit, so vom 21. und dann bis so 21., wo es dann die Natur ist und dann das Weihnachtsfest, was eigentlich so ein bisschen Familie ist und dann Silvester, Neujahr, was so mehr gesellschaftlichen Aspekte hatte, wo ich das für mich ganz neu und langsam angehen kann, was da jetzt ansteht und dass es da eben Änderungen gegeben hat, die gut sind auch. Dass es gut ist, Dinge abzuschließen. Ja. Soweit die ganzen Fotos. Ich erinnere mich fast, also kaum je an meine Träume. Außer wenn ich morgens nochmal einschlafe, dann träume ich und das weiß ich, aber ansonsten, wenn ich die Nacht durchgeschlafen habe, nicht mehr. Es hat mal Zeiten gegeben, in den 80er und 90er Jahren, wo ich immer mal viele Träume und auch Träume, die wichtige Aussagen für mich hatten, wo ich solche hatte, aber das ist nicht mehr. Ich vermisse es auch nicht. Ja, soweit. Ist die Victoria, ist die da oder nicht? Hallo Wir Victoria? haben noch nichts von ihr gehört, ne? Ich mag noch etwas Ah, okay. anschließen. Ja, so wie Heidi die Hitze so gerne hat, so mag ich es wirklich auch die Kühle. Das kühle Wetter, wenn ich aus dem warmen Haus rausgehe und dann im Gesicht so einen kühlen Wind habe, oder ja, das tut mir, ich mag diese Jahreszeiten auch. Ja, oder diese Feuchtigkeit, das Nebelige am Gesicht, ich mag das wirklich auch. Ja, das tut mir gut. Und früher war es ganz schlimm in der Hitze, weil ich dadurch Kopfschmerzen bekommen habe. Aber jetzt ist die Jahreszeiten. Ich mag diese Jahreszeiten. Für meinen Körper ist es einfach gut. Im Sommer die Wärme, im Winter die Kälte. Und auch Regen zieht mich nicht wirklich runter. Ja. Das ist schön. Ja, ich bin dankbar, dass ich die Jahreszeiten hier habe, auch mit der Natur und so. Bin ich wirklich dankbar, dass ich auf diesem Teil der Erde geboren bin. Ja. Und leben Ja. darf. Es hält mich in Bewegung, weil ich glaube, ich bin schon auch jemand, der schon auch sonst so. Ja, es hält mich in Bewegung. Ich sag's mal einfach so. Und das tut mir gut, diese Bewegung im Außen. So, jetzt Anna. Gut. Bin ein bisschen überrascht selber, weil ich habe nämlich noch, bisschen stotter ich rum, noch keinen Jahresrückblick so wie wirklich gemacht. Ich hab zwar Aufzeichnungen für mich, weil ich mir so Art drei Dinge schreibe ich mal auf, jeden Tag online, also für mich in eine Liste. Die wollte ich schon dauernd durchschauen und Rückblick halten. Und habe ich noch nicht, weil ich habe jetzt ganz schöne Prozesse am Jahresschluss erlebt. Also zum Beispiel mein einziger künstlerischer Auftrag ist der mit dem Hospizverein, wo ich eine Karte mache, immer eine Geburtstagskarte für die Ehrenamtlichen. Und das machen wir jetzt schon im 5. Jahr. Und da bin ich diesmal, nicht ich habe gefragt, sondern sie hat mich schon gefragt. Und dann zeige ich ihr sozusagen schon das, was sich das Jahr über gemacht hat, an kleinen Bildern. Und es kommen ja verschiedene Sachen gar nicht vor, weil Jahreszeiten für eine Jahresgeburtstagskarte geht nicht. Und dann ist mir, und der Prozess ist so schön zu Ende gegangen. Ich habe gestern die Karten vorbeigebracht, die fertigen. Und so ein Bild halt so, und dann ist mir der Titel auch noch herzüber eingefallen.
Also wirklich, das war ein schöner Prozess. Da hätte ich gern mehr davon, zwei oder drei, so einen kreativen Auftrag. Also so meine kreative Seite würde ich noch gerne mehr leben, vor allen Dingen auch, das ist ja meine Hauptsehnsucht, live hier um die Ecke sozusagen, also an dem Ort, wo ich lebe oder in der Gegend, mit Menschen, ja, kreativ zusammenarbeiten. Das ist so meine Hauptsehnsucht. Bis hin zu sowas wie eine Sangha hoch. Also das ist wirklich so das Einzige. Ich traue mir gar keine Erwartungen an das neue Jahr stellen, weil ich also so Sachen wie eher, wie kann ich das, was mein Leben ausmacht, zum Beispiel eben dieses Alleinsein, diese Enge nehmen, also dieses, ich bin ja verbunden. Genau, also das ist so meine größte Herausforderung. Das Schönste war jetzt eben diese kreative Zusammenarbeit. Ich habe einen Rückblick gemacht auf mein Leben, weil ich eingeladen worden bin über LinkedIn. Da hat eine Frau mich angesprochen aus der Schweiz, ob ich bei einem Buch über, keine Ahnung, inspirierende Frauen oder so, 5 Seiten schreibe. Und allein das Schreiben hat mir gut getan. Also über mein Leben, also was waren so wichtige Wendepunkte und so. Es war wirklich, muss ich wirklich sagen, wie ich ja schon die letzten Jahre immerhin im Hinblick auf Selbstwertschätzung wirklich, dass sich da was verändert hat und jetzt wieder ein kleines Stück, das ich schätzen kann, was ich ja also durchgemacht und bewältigt habe, bis hin zu dass ich eben wirklich Pionierin war, also wirklich immer wieder, immer wieder. Das war schön, auch jetzt zum Tanzen aufzuschreiben, was macht Contact Impro aus? Also dieses, ihr habt den Satz bestimmt schon mal gehört, also Hilde Domin, ich setzte meinen Fuß in die Luft und sie trug. Also und diese, das ist ja das Prinzip von Contact Impro. Ich weiß selber nicht, wenn ich wirklich loslassen kann, keine Muster, sondern wirklich im Moment sein und gucken, was geschieht. Ich weiß nicht, wie mein Gegenüber reagiert. Ich weiß nicht, wie ich reagiere. Ich finde, immer wieder bin ich total dankbar für diese körperliche Praxis. Genau, genauso wie für die Diaden, die ich ja wirklich jeden Tag in der Früh mache. Auch für meine GfK, dass jetzt sogar plötzlich wieder entstanden ist, dass ich 2 Tagesworkshops mache über so einer Krankenkasse in so einer Klinik. Also Klinikmitarbeiter in GfK-Einführung Kurs machen oder eben auch eine in meinem Ehrenamt, eine Schullehrerfortbildung haben wir gemacht. Also das macht mich glücklich. Genau. Und was mich beschäftigt, jetzt wenn ich auch noch von dem Link höre, immer wieder die Frage, wie kann ich differenzieren zwischen einer wirklichen, keine Ahnung, ich weiß es nicht, also diese Abgrenzung von Esoterik, wenn ich da sowas höre wie, dass die Annette Kaiser mit dem Channeling, also ich schaue euch mal das natürlich an, da denke ich mal, also so ganz solide, es gibt spirituelle Lehrer, denen ich glaube, wo ich, ja, während eben, ich mag mich abgrenzen und ich kenne natürlich sowas wie Prä-Trans-Verwechslung oder eben diese Achse, eben geerdet sein. Ich weiß es nicht. Das fände ich, ich weiß nicht, wahrscheinlich haben wir das schon mal gemacht als Thema. Also ich würde mich wirklich ein Gespräch darüber sehr interessieren. Ich auf meinem Weg bin gerade sehr angekickt von 2 Sachen. Also zum einen bin ich einem IT, der hat 2 PhDs, der ist Nerd, also der war in CERN, hat der als ganz schön jung mitgearbeitet und hat ein Philosophiestudium und macht jetzt im Prinzip 3 Podcasts pro Woche und zwar nennt sich analytischer Idealismus. Und ich bin durch den, weil er ist leider auf Englisch, auch wirklich wieder auf Arthur Schopenhauer. Jetzt habe ich wirklich sowas wie Kant verstanden. Also ich bin sehr, sehr klarer geworden in meinem eigenen sozusagen. Ja, das stimmt. Alles ist eins. Da ergibt sich so viel mit meinem Human Design Wissen.
Und da merke eben, ich nähere mich da einer für mich einer größeren Klarheit, auch im Hinblick auf Hirnforschung, dass zum Beispiel oder mit Substanzen, dass eben, also es fand ich total spannend, diese Vorstellung im Tod, das ist ja heute schon angesprochen worden, dass wir eben oder in, man kann sich vorbereiten drauf, Nahtoderfahrungen kann man ja nicht machen, aber mit Substanzen, dass dann im Prinzip die Filter, die wir innen drin haben in unserem Wahrnehmungssystem, dass die weniger werden. Also dass das die Hirnforschung nachgewiesen hat, dass eben nicht besonders viel aufleuchtet, sondern es wird immer weniger. Das heißt, das Ego, die Ego-Auflösung ist und man taucht ein in, wieder ins große Feld, also vom großen Bewusstsein. Und dass er nennt es dissoziiert. Wir sind dissoziierte Minds des großen Minds. Also das finde ich total gerade spannend. Und was mich eben auch so wie sehr berührt hat, diese, das glaube ich auch, diese Vorstellung, die eigenen Erfahrungen, das, was man selber beobachtet, erfahren hat und begriffen hat, dass man das mitnimmt ins große Feld nach dem Tod. Also merke eben, viel ist gerade in mir wirklich im, und ich merke, ich würde mich auch gern mehr darüber austauschen. Und jetzt das Besondere ist, die ist eigentlich Juristin, die Simone, die die Dyaden gegründet hat, hat mich jetzt, hat einen Link reingestellt, dass sie am, jeden Montag viermal bezüglich diesem Stefano, Matthias Di Stefano, den wusste ich schon, den kannte ich schon, der da ganz viel über Atlantis und wie Manifestation funktioniert. Also, wo ich auch merke, boah, so viel von dem, was ich vom Human Design her weiß und heilige Geometrie und die sechste Dimension, also wirklich diese, alles beginnt im Geist und mit Formen und mit Mustern. Also ich merke einfach, das ist etwas, was mich fasziniert und wo ich einfach gerne, wirklich gerne mich austauschen würde noch mehr. Und da schaue ich zurzeit die Filme an auf Gaia. Ich habe jetzt wieder für 2 Monate Gaia halt abonniert. Das kann man pausieren und dann abonnieren und schauen wir diese Filme an. Und da sind auch einige, zum Beispiel über Rudolf Steiner. Also ja, also ist für mich eine Quelle, aber wo ich auch immer wieder zögere und sage, mein Gott, Joe Dispenza. Also ich merke einfach, ich hätte gerne da eine klare Spur, wo soll ich weitermachen, was ist für mich, ja, wie soll man sagen, fest an sowas wie, was gibt mir Klarheit und sowas wie eine, wie ich es auch vom Human Design her kenne, also es ist ja das I Ching, das gibt mir sowas wie, jawohl, also das ist etwas, was mir eine geistige, also diese Ordnung zurückspiegelt, an die ich glauben kann. Die Ordnung hinter der Ordnung. Genau. Ja, und ansonsten, ich komme halt drauf, dass das ist mein großes Thema, dass ich immer wieder diejenige bin, die Knöpfe drückt, die, mein Gott sei Dank, habe ich eine GFK-Schulung, aber ich merke einfach, ich bin, mein Nervensystem ist wirklich immer wieder so, glaube ich, unglaublich schnell getriggert. Ja, also da mischt sich, weil ich das kenne von meinem Chart, also was da sozusagen, dass ich bin eine Knöpfedrückerin. Ja, und immer wieder rausche ich in solche Konfliktsituationen rein, dass ich den Mund nicht halten kann, dass ich was sagen muss, also dass ich meine Wahrheit ausdrücke und ja, habe das Gefühl eben, das ist fast schicksalhaft. Genau. Ist, aber man wird halt nicht geliebt dafür, wenn man manchmal die Wahrheit sagt. Man wird nicht geliebt. Ja, also das Thema Selbstliebe, Unabhängigkeit, Freiheit, sozusagen diese geistige Freiheit, das ist eigentlich meine Ausrichtung. Danke. Magst du auch den Podcast, die Namen und so, die du genannt hast, in Chat schreiben?
Das sind die zwei. Aha, Christine Hansmann. Ah, das habe ich irgendwie gehört über Unity, Christine Hansmann. Ja, genau, das hat Unity verbreitet. Okay, ich guck mal auch. Aber vielleicht kann jemand hier noch, wir haben noch ein bisschen Zeit zu diesem Esoterik-Thema, Monia oder Heidi oder Marie-Rose. Was genau möchtest du da wissen? Hast du Angst, dass Esoterik irgendwie blöd ist oder dass du das nicht haben willst? Oder was verstehst du überhaupt unter Esoterik? Ja, das ist es ja eben, was für mich immer wieder schwierig ist, mich da abzugrenzen. Also zum einen tappe ich ja immer wieder in die Falle, dass ich so wie vorweg schon denke, jemand greift mich an, du bist zu esoterisch, habe ich ja oft genug erlebt im Hinblick auf Human Design zum Beispiel. Aber eben diese, ich kenne ja auch diese Abgrenzung zu sagen, was ist der Unterschied zwischen Esoterik, also sozusagen ohne Verstand, nur mit Herz oder nur idealisiert, und was hat ein Fundament, wo man sagt, da ist Geist, Rationalität ist mit einbezogen. Ich denke, das kann man wirklich nur von Fall zu Fall, von Situation zu Situation einschätzen. Und ich glaube, da gibt es trotzdem in der integralen Theorie schon auch viele Erklärungen dazu, wann etwas prärational ist und ja, diese Verwechslung und wann etwas eben getragen ist aus der Ebene, weil Esoterik kann man auf jeder Ebene, kann man auf jeder Stufe, kann man esoterisch sein, ne? Oder in Richtung Spiritualität gehen, oder es kann rein magisch-mythisch sein, aber es kann auch eine gut entwickelte, reife Esoterik sein. Genau, ich denke, Esoterik wird so runtergemacht als irgendwas, was Doofes, ja, so. Aber ich glaube, was du ansprichst, Marie-Rose, eher das magisch-mythische, ne? Das ist das, was wir meinen, dass es vielleicht nicht so ganz so ist. Aber esoterisch heißt ja eigentlich nur von innen heraus. Ich meine, die ganzen mystischen Traditionen sind ja auch irgendwo esoterisch, also, ne? Aber es ist so ein Wort geworden, was anders bezeichnet. Irgendwie so was Dümmliches, sag mal, wo der Verstand irgendwie überhaupt nichts mehr zu sagen hat, ne? Postmoderne hat da ja auch ein bisschen in verschiedenem übertrieben. Also ich Ja. kann aus meinen persönlichen Erfahrungen, ne, wenn Menschen mir Ratschläge geben, ich soll mal mit Licht arbeiten, damit der Krebs gesundet, ne? Sie selbst haben aber ihre kleinen Übel, ne? Ob sie jetzt einen krummen Fuß haben oder so, das kann man selbst, das kann man nicht damit machen, weil das wollen sie nicht. Aber den Krebs, den sollte man mit Lichtarbeit, sollte man den. Also so das finde ich dann schon ein bisschen schräg. Also für mich ist in diesem Punkt sind Leute nur überzeugend, wenn sie ihre eigenen Dinge dann auch mit ihrer Lichttherapie dann oder eine kaputte Hüfte, wenn sie die mit ihrer Lichttherapie dann heilen können. Ne? Aber da ist auf Krebskrankheit wird da unglaublich projiziert. Gerade aus der Esoterik-Ecke. Unglaublich. Ja. Naja, da wird ja auch dann immer gesagt, mehr oder weniger bist selber schuld, ne? So nach dem Motto, Ja, du kreierst ja selber deine und so weiter, ne? Und dann kommt ja gleich diese Zuweisung. die Multifaktorialität, die wird halt oft im Psychologischen gesucht, ne? Und die kann aber auf allen Ebenen sein. Die kann im Seelischen, im Physischen, im Spirituellen, im Geistigen, im Mentalen sein. Und es ist immer eine Multifaktorialität, die dazu führt. Ja. Jetzt interessiert mich aber auch noch, warum die Victoria sich nicht zeigt und nur zuhört. Ja, ich weiß es nicht. Ist wohl mit irgendwie abgehalten worden. Ja, und ist irgendwo verschwunden und ja. Aber Ja, ne? ein bisschen ist es komisch, ja. Ja.
Na Nun, gut. es ist, wie es ist. Ja. Ich glaube schon, dass wir mit Wilber gerade in Bezug auf Esoterik, wo er irgendwann, wenn ich zurückdenke, irgendwann einmal haben wir eine Zeitung gemacht, wo wir darauf hingewiesen haben, dass ein bisschen zu viel Purpur in der Esoterik ist. Und je mehr man also die anderen Farben hineinbringt, umso umfassender kann sie werden. Also wenn man nur Purple wörtlich Aberglaube, also als geistige Leistung empfindet, dann ist es natürlich schade. Aber ich habe also durch den Wilber schon gerade gegenüber der Esoterik also einiges dazu gelernt und auch zu mir hat man auch gesagt, du bist ja auch eine Esoterikerin. Aber ich bin eine Bewusstseinsforscherin und damit war das ganze Thema weg eigentlich. Also Bewusstseinsforscher, das was ja, das ist also wirklich, das kann man akzeptieren und ja, aber für mich war es kein Problem. Ich habe Aber auch kann Bilber eher sein. als Bewusstseinsforscher, nicht als Philosoph bezeichnet oder so. Was wolltest du sagen, Maridos? Ja, kann es denn sein, also so meinem Empfinden nach, ist Esoterik eben im purpurnen Zeitalter entstanden. Sie ist auf der Ebene entstanden und kann sich selbstverständlich weiterentwickeln, gell, über die Ja. Ebenen hinweg. Ne? Ja. Und die Postmoderne ist ja die erste, die so in die Richtung ging, wo das Purpurne oder wo das ein bisschen integriert werden konnte. Und dann gibt es eben natürlich, gibt es dann da auch gesunde Entwicklung, ungesundes oder ja, dieses Suchen, dieses Forschen. Ja, was passt nicht, dann gibt es eben immer auch Irrwege. Ja, und vor allem, wenn das Ego hineinkommt, auf ganz Ja. subtile Weise von hinten, ne, herum. Ja. Oder nicht so subtil kommt Wenn das das ja auch. Rot Okay, nicht auch nicht reagiert. subtil, ja, aber wenn es subtil kommt, dann ist es natürlich doppelt schwierig. Also, Ja. ja. Wenn Rot nicht gut integriert worden ist. Ja. Und das ist ja auch eine Aufgabe von der Postmoderne, so ein bisschen Richtung Rot zu integrieren. Naja, da haben wir interessante Links jetzt bekommen. Ich werde mir die anschauen auch. Und vielleicht können wir nächstes Jahr dann ein bisschen auch darüber reden. Fände ich. Also die nehme ich gerne mit und schaue sie mir an. Ja, ich auch. Christine Hass, manchmal sagt Hans. man nichts, aber ich werde sie mir auch anschauen. Sie ist das Medium, wie ich so Ja, verstanden habe. ja. Und die Session führt eine andere Frau durch. Das ist interessant. Also ich denke gerade so mit Esoterik, es ist irgendwie schwierig, weil es ist ja schon, wenn man solche Einheitserfahrungen oder was macht, da ist es ja so ein bisschen wie die Esoteriker sagen, bloß die negativen Esoteriker, sagen wir mal. Nur wenn sie meinen, sie können damit alles instrumentalisieren, sie können damit irgendwie was so wie ein Werkzeug und damit kann man wie zum Beispiel Krebs heilen oder kann man das oder das und du musst nur das und musst nur das und musst. Das ist so eine Ebene, die wahrscheinlich dieses Negative, was du sagst, Anna, bedeutet. Aber so ähnliche Phänomene existieren, glaube ich, schon irgendwie sagen wir mal, im Kosmos, im Mentalen oder sonst wie. Aber ich kann es jetzt nicht ausdrücken, aber es hat für mich hat was damit zu tun, dieses negative, esoterische ist, weil es wie ein Rezept be behandelt wird und nicht wie eine Erfahrung. Und die Erfahrung kannst du ja auch nicht herstellen in dem Sinne, sondern entweder sie kommt oder sie kommt nicht, genauso wie mit den Träumen. Entweder du verstehst sie oder du verstehst sie nicht. Aber wenn man so meint, man wüsste das alles und könnte damit weiß Gott was machen. Das ist für mich der negative Aspekt. Vielleicht weniger Purple und sonst was, sondern oder irgendwie Entwicklungsstufen, sondern wenn man einfach so dümmlich das Ego da so ermächtigt, da so
eigentlich wichtige Informationen aus dem, sagen wir mal, Seelenleben zu instrumentalisieren. Also das kam jetzt wirklich aus irgendwo bei mir raus. Das habe ich mir nicht überlegt, aber irgendwie. Mich schleudert. Ach so. Ich habe den Eindruck, dass ganz viel Wunschdenken dabei ist. Und es Ja. geht um wirklich extrem komplexe Kompetenzen und extrem, ja, auch differenzierte Kompetenzen. Das ist gut ausgedrückt, Ja. was ich so irgendwie zu sagen, ja. Anna? Ja, also weil für mich gehört zu diesem schwierigen Thema, wo ich habe das Gefühl, da bin ich schnell in einem Schwarz-Weiß und ich bin da dankbar, Marie-Rose, was du da jetzt, dass du auf die Ebenen, auf die unterschiedlichen eingehst. Aber ich merke, ich bin so, fühle mich oft ganz allein und wenn es darum geht, zum Beispiel mit diesem Thema, wie viel Verantwortung, also du kreierst dir deine Welt selber, also diese Aussagen. Phasenweise fühle ich mich stark und kann argumentieren und kann eben zum Beispiel Komplexität ansprechen, aber dann bin ich einfach nur perplex und zweifle an mir. Also ich sage nur, es geht mir wechselhaft mit mit solchen Aussagen. Weißt du, ich denke, das sind zwei völlig verschiedene Ebenen. Auf der einen Ebene, auf der seelischen Ebene, und da stimmt das wahrscheinlich. Die Seele kreiert für dich dein Leben. Aber du als Mensch, dass du wirklich dein, ja, zum Teil natürlich schon, also wenn du von der auf die Leiter steigst und runterfällst, das kreierst du dir dann schon selber. Aber dass man das einfach so übertragen kann auf das dann, ja, du musst nur das wünschen und dann wirst du reich oder weiß der Teufel so ein Quack. Das ist eine völlig andere Ebene. Und auf der mehr spirituellen Ebene, denke ich, stimmt das irgendwo. Ja, aber es ist nicht übertragbar auf die weltliche Ebene. Das ist die außerweltliche Ebene, auf der das stimmt. So sehe ich das. Ja, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Ja, ich habe dann auch noch ergänzt, ich hatte mit meinem Schwager also wirklich eine Auseinandersetzung und dann viel kommt dann aus mir raus, das Sein bestimmt das Bewusstsein, aber auch das Bewusstsein bestimmt das Sein, also dieses Wirken von. Alles. Ja. Weil auch der Körper macht Geist. Wenn man krank wird, ist es so klar wie Kloßbrühe, ne? Dass der Körper auch Geist schafft. Aber ja. Oh, wir waren ja jetzt wieder sehr tief gelandet. Der nächste Brunnen ist wieder im letzten Freitag, Im im letzten Jänner. Freitag, ja. Lass uns diese organisatorischen Sachen nach dem Abschluss machen. Genau. Kurzes Checkout. Okay. Ja, ich habe schon eigentlich mein Checkout gemacht, dass ich diese Links, die da jetzt stehen, alle im Chat sehr zufrieden kopiert habe und dass ich sie mir durchschauen werde. Ich freue mich drauf, im neuen Jahr mit euch darüber zu reden. Wünsche euch allen einen, das Wort Rutsch vermeide ich, ja, Lieber Zukunft. nicht. Ich wünsche euch allen einen guten Übergang ins neue Jahr. Ich fand es auch, ich fand es sehr gemütlich und ja, dass wir eben in eine gewisse Tiefe kommen, einfach, das ist einfach dann auch schön. Und ich wünsche euch auch ein schönes, gutes, besinnliches, freudiges, lebendiges, ereignisreiches 2024. Du wolltest rückwärts gehen. 22. Nee, lieber nicht. Gehen wir vorwärts. Das wirkt sozusagen mein Checkout schon. Mit Freude und Hoffnung und guten Visionen ins 24 gehen. Ich glaube, ich mache gar kein Checkout, sondern ich sage jetzt zum Schluss, ich war heute in der Ausstellung Monet in München mit einer Freundin, das hat mir eine geschenkt, Monets Welt, mit diesen ganzen Blumen und das war eine immersive Ausstellung und tief.
Im Prinzip ist es alles Leinwand. Also das, was alle spirituellen Traditionen sagen, dass es im Prinzip eben nur eine Projektion ist, eine Welle, eine Bewegung. Und also in diesen Filmen sind nur vier weiße Wände und da ist unglaublich viel Licht und Farbe. Und deswegen beschäftigt mich Licht und ich freue mich auf unsere Gespräche im nächsten Jahr. Danke. Kann ich jetzt ganz gut anschließen. Also ich fand es jetzt auch sehr lebendig, unseren Austausch und insbesondere über die Spiritualität oder Esoterik fand ich jetzt sehr bereichernd. Also da waren so ein paar Gedanken dabei, denen werde ich noch mal ein bisschen nachspüren. Und freue mich, wünsche euch auch einen guten Start ins neue Jahr und dass wir uns hoffentlich alle gesund und munter noch ganz oft sehen. Genau. Ich nehme an, Victoria, sie taucht jetzt noch nicht auf oder nicht mehr. Insofern, wenn du zuhörst, Victoria, dann mach's gut. Auch du einen neuen Start. Schönen guten Start ins neue Jahr und hoffentlich sehen wir dich dann auch bildlich und sprachlich im nächsten Jahr wieder. Und macht es gut. Ciao, ciao.